Dann schau mal, was mit diesem Kristall zu tun ist. Oh, leuchtet das schön. Ja, Apu muss ihn sofort nehmen. Und dann... Wow. Statue. Und noch ein paar mehr. Ich weiß nicht, warum das hier so dargestellt wird. Es wäre voll jetzt die Gefahr. Ist nicht so witzig. Man muss hier eigentlich nur eins tun. Dreieck drücken und sprengen. Man muss nämlich den Apu da hinten bringen. Ganz langsam. Dreieck drücken. Ist wirklich schwer. Und warum? Moment. Warum hakt das gerade so derbe? Jetzt hat sich hier gefangen. Scheint so. Ich habe jetzt gerade rüber geschaut auf dem PC. Hat sich wieder gefangen. Alles klar. Dann lauf! Einfach Dreieck drücken. Ist kein Problem. Und fertig. Und Donald erlernt Eis. Das ist cool. Er lernt erst jetzt Eis. Das ist krass. So, einfach rein damit. Ist nicht wirklich die schwerste Mission, die man hier kriegt. Und die Statuen sind wieder besänftigt. Ist ein cooler Mechanismus, das hier. Yay! War ja voll schwer fast. Nur fast. Nebenbei, wenn man in der Form ist, kann man kein Limit ausführen. Wollte ich auch nochmal sagen hier. Erfüll deine Aufgabe innerhalb der festgesetzten Zeit. Okay. Aktivieren. Und da aktiviert man jetzt was Cooles. Nämlich, besiege alle Gegner. Und das nicht nur einmal, sondern mehrmals. Und das innerhalb der Zeit. Ach, weißt du, schön war? Wirbelwind! Alle Gegner weg! Ich glaube, es hätte ja spät machen sollen. Egal. Blitzen! Nächsten Gegner, bitte. Hier sind viele Gegner, die von Eis absorbieren. Oder halt gar nichts macht. In Kingdom Hearts 1 war das so, dass bestimmte Gegner bestimmte Magien absorbieren. Hingegen in 2 ist das nicht mehr so. Der macht einfach so Feuerschaden. Einfach nix. Nennt er Nada! Absorbieren tut es leider nicht, was ich schade finde. Das vermisse ich ein bisschen. Die Absorbierung. Der Boden geht weg. Ich greife dich an, weil es kam. Ach Mann. Dann halt nicht. Dann halt nicht. Und weißt du, was schön war? Limit! Mit dem werde ich jetzt viel öfter arbeiten. Einfach weil es gerade so schön ist damit. Und wenn man so schnell Gegner besiegt und schnell die drei Fleißchen wieder voll bekommt. Weil einfach nur geil ist. Und Volltreffer! Volltreffer geht nur, wenn man eine komplette Combo auf den Gegner macht. Aber es geht nur auch bei den gedippten Gegnern. Aber auch nicht immer. So. Waisenform! Jetzt sollte es abgehen gleich. Ist das ein tiefer Fall. Das ist ein tiefer Fall. Na dann. Eis. Eis. Und jetzt Feuer. Denn beide, das ist der letzte Kampf. Wenn man das in der bestimmten Zeit halt nicht hinkriegt, dann heißt das Game Over. Da hochschießen bitte. Und das war's. Nicht wirklich schwer. Nebenbei, man kann das nochmal machen und nochmal und nochmal. Da kann man viele Erfahrungspunkte farmen. Aber brauche ich nicht. So, da wollen wir nach einem Schatz suchen für den Händler, damit uns die Lampe gibt, die wahrscheinlich den guten alten Genie Schaff namens Jafar beinhaltet. Und da gibt es noch einen Abilitamin, das ist cool. So, lass mal kurz gucken. Oh, ich habe Pyrostein gekriegt und den Zyanidstein. Das ist gut, das ist sehr gut. Das ist sogar sehr, sehr gut. So,
So, jetzt sollte ich irgendwie Donald Eis reinkriegen, anstatt Esprit. Also jetzt hat Donald seine 4, 5 Magien. Okay, 4. Phantasia ist keine Magie, das ist ein Lambert. So, die Tür ist magisch verschlossen. Ach so, ich muss erst das Schild hier ansprechen. Stimmt, da war doch was. Bezwinge des Tests. Du besitzt große Stärke. Jetzt geht die Tür auf. Wie gesagt, wenn man das innerhalb der Zeit nicht startet, dann heißt das Game Over. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr es nochmal machen, indem ihr einfach hier sagt, teleportieren oder warpen. Je nachdem, wenn man es sehen will. Gehen wir tiefer in die Wunderhöhle. Wunderhöhle! Da liegt ganz schön viel rum. Gut, das da müsste reichen. Oh, ein bisschen großes Relikt, was es auch immer ist. Oh, nicht der schon wieder. Sieht echt wertvoll aus. Prima, dann holen wir uns jetzt die Lampe. Jafar muss eingesperrt bleiben, sonst ist das das Ende von Agrabah. Hey, beherrsch dich, Donald! Wenn der Karl schon mal da ist, dann heißt das nichts Gutes. Und jetzt wird's dunkel hier. Ziemlich finster drin. Keine Ahnung. Herzlose sind halt überall. Ja, die haben das halt nicht mitgekriegt, dass der Carlo da ist. Aber ich hab's mitgekriegt. So sind die Herzlosen gekommen. Und jetzt heißt es, sie zu besiegen. Und mit dem Faufen Wallace arbeiten. Yay! Ist besser als jede Magie. So, und jetzt Feuer! Yeah, schön reinheizen den Gegnern hier. So richtig einheizen. Mehr heiß bitte. Alter, so viele Gegner. Ich wusste, dass es einige sind hier, aber dass es so viele sind. Okay. Wow. Okay, das waren viele Kugeln. Das waren richtig viele Kugeln. So, jetzt wird hier eingefroren. Weil so viele Gegner da sind, die einfach eine Eisschwäche haben. Dann zack. Auch keine MP mehr. Dann halt draufballern. Und Volltreffer. Was interessant ist, mit den Formen kann man auch die Dinge auslösen. Mit Dreieck-Dinge meinte ich. Mit Dingern. Die Dreieck-Befehle. So, jetzt habe ich's. Von Undercap wäre ich hier ganz konfus. Seine Mobilaktion, die hilft hier mir weiter. Und schön einfrieren. So, weil du auch noch hier bist, gib mir die Drive-Kugeln. Drive-Kugeln. Mehr davon, mehr davon, mehr davon. Bitte mehr, bitte, bitte. Njong. Schlitzen. Njong. Was? Nicht mal ganz voll? Alter, das ist hart. Au. Also gegen diesen Feuerschlag von diesen Gegnern habe ich bis heute irgendwie nichts rausgefunden, was am besten hilft, außer die Magie Eis. Die hilft ja immer gut. Oder so. Ah, Goofy hat Autoheilung erhalten. Das ist eine interessante Ability. Puh. Raus hier. Aber wie viel Herzlose brauche ich denn jetzt noch fürs Aufleveln meiner weißen Form? Das wird's interessant. Hallo? Auf zu wimmern und lass sie rüberwachsen. Nein, diese Lampe macht mich reich. Ich tausche sie gegen einen Schatz aus dem Palast. Das glaubst du wohl selber nicht. Was geht hier ab?
bleibst du stehen, sag ich! Ich krieg dich ja doch! Ich würde mal sagen, ein kleiner Kampf um die Lampe geht jetzt los. So, ich will mal schauen, wie viel brauche ich noch? 19? Und dann brauche ich noch mehr, ne? Ja, also... Auf Level 3 zu kommen ist ja schon hart, auf Stufe 4 dann? Das wird eine harte Arbeit. So, Goofy, du hast was neu erhalten, nämlich Autoheilung. Stellt die HPS-Gefährten wieder her, der mit Wechsel ausgetauscht wurde. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel ich jetzt Aladdin dabei habe und er wenig HP hat und ich jetzt austausche für Goofy, dann wird er dabei geheilt bei Wechseln. Es ist sehr interessant. Ist auf jeden Fall sehr interessant. Aber ich nutze es gar nicht bis jetzt. Oder ich habe es zumindest so selten genutzt, dass ich nichts sagen könnte. Ich habe schon so oft benutzt. Ich weiß nicht, ich mag diese Ability irgendwie nicht. Weil das macht das Spiel noch einfacher, als es eh schon ist. Und ja, das Spiel ist einfach. Aber darauf komme ich später zu sprechen. Und wenn ich nicht glaube, tja, ich werde doch hoffentlich noch reinkommen. Am Moment, Limit? Ah, stimmt. Erst ist es leicht, wenn man beim Limit unverwundbar ist. Das ist schon mal der erste Ansatz. Juhu! Aber wie gesagt, darauf komme ich später zu sprechen. Wenn es das Fazit gibt, das wird noch lange dauern. Schlitzen! War es nicht noch ganz voll? Ich dachte, ich wäre jetzt voll. Autsch, dass ich lange nichts machen kann, wenn ich so rumfliege, das ist schon das Fies. So, jetzt aber komm her! Ah, knapp vorbei ist auch daneben. Ich mag diese Gegner. Die sind eine kleine Herausforderung mit ihren Feuer! Die laden auf und dann gibt es so eine riesige Explosion. Und... Upsi! Jetzt aber komm her, komm her. Jawohl, 3 Fleister 3, danke, das wollte ich haben. Nicht mehr? Alter, noch mehr? Alles klar. Noch mehr, jetzt wird eingefroren. Mehr bitte. Eis. Nein, das ist Eis. Was, die halten das sogar aus? Alter, ist klar, was halten die denn aus? Ach, nebenbei, falls ihr einen Bossgegner in der weißen Form besiegt und dieser ein Herzloser ist, zählt das als einen. Nicht mehr, nicht weniger. Falls ihr das auch mal wissen wolltet. Was passiert, wenn man Herzlosen in der weißen Form besiegt als Bosskampf? Tja, der zählt halt einfach als Herzloser, als ein einziger. Also es zählt, was sehr interessant ist. So. Weiter einfrieren hier. Ah, ich wollte dich einfrieren. Nicht. Und ding, ding, ding. Ah, ich mag die mobile Aktion. Da kann man viele blöde Sachen anstellen mit. So, komm her. Oh, du bist nervig. So. Oh, was Seltenes. Ein Energiestein erhalten. Der ist wirklich selten. So, damit ich jetzt nicht ganz aufladen muss, bitte die 2 Treffer rein. Danke sehr. Ja, ich werde jetzt nämlich gleich brauchen. Dann schau mal. Da sind die 2er. Mann, dankt! Ich finde lustig, wie klein diese Lampe ist. Nichts da! Oder ist Carlos so groß? Her damit! Geh weg! Hab ich dich! Das ist nichts her! Haha, gewonnen! Wie klein das einfach ist. Wow! Gut gemacht, Jago! Recht so! Lass ihn nicht fallen! Pass auf, hinter dir! Einfach in die Wand rein! Netter Versuch, Spatzenhirn. Wartet, bis Jafar wieder frei ist. Er wird einen prächtigen Herzlosen abgeben.
Jetzt kommt wieder Party in Stimmung! Ich bin wieder da! Ist ja Eon hier! Earl, mein kleiner, schnuffliger Prinz! Auf den Straßen des Kosmos kann es ganz schön einsam werden! Mich hier alleine zurückzulassen, so ganz ohne mich, wie konnte ich nur... Genie? Hey Earl, unter dem Apfelbaum! Ach ja klar, was rede ich denn da? Du wohnst ja jetzt im Palast! Aladdin! Jasmin! Ich kann's mir lebhaft vorstellen! Stopp, Auszeit! Jetzt frag mich bloß nicht, was das Blaue stört hier! Na, wie dem auch sei! Earl, ich freue mich ja so, dich zu sehen! Genie! Ups! Oh, na wartet, mich hält man hier nicht zum Narren! Oh! Hey! Pfa. Plan B tritt in Kraft, ich mach euch alle fertig, hier und jetzt! Und jetzt kommt es zu einem Bosskampf der richtig anderen Sorte. Feuer und Eis. So, nicht die zwei Gegner. Haben natürlich ihren eigenen Namen. Steht aber dann in Chiminis Tagebuch, weil ich dann sowieso irgendwann mal vorlesen werde. Die zwei sind nämlich sehr interessant. Die kann ich mich gut erinnern. Achtung, Freund. Mit Dreieck Vulkanausbruch ausführen und dann nochmal Dreieck, damit man auf den anderen schießt. Und das macht Schaden. Und gar nicht mal wenig. Der eine hat eine Eisschwäche, also der rote. Und der weiße, blaue, weiß sag ich, hat eine Feuerschwäche. Man kann natürlich auch mit Blitz kämpfen oder mit Refleck, je nachdem, was man halt hat. Autsch. Halt, der macht Schaden, der macht er richtig. Also ich kann kein Limit ausführen. Warum das denn? Auf jeden Fall mal heilen hier. Wenn das so ist, dass ich kein Limit ausführen kann, dann wird halt gekämpft. Ah, bitte nicht in die Ecke stellen. Das ist verdammt gefährlich, wenn ich in der Ecke bin. Autsch. Mann, ich muss aus der Ecke raus. Ich muss aus der Ecke raus, bitte. Danke. Au. Ein Feuerschinder. Alter! Ach so, die sind eingefroren jetzt. Das sieht aber cool aus. So. Nach einer Zeit ist der Gegner ein Haufen kleine Gegner. Dann heißt es, diese zu besiegen. Wenn mich bestimmt der andere besiegt hat, dann kommt wieder der Große und dann kann man wieder den Großen ein bisschen reinklatschen. So. Ah, am liebsten würde ich jetzt. Moment. Goofy. Ah, ich mach zuerst das Limit. Pitch und Hit, weil das extrem stark ist. Und dann geht's in die Heldenform. Alter, wie viel die Dreifleiß, die ich bekomme durch das. Das ist mal richtig krass. Bleibst du hier? Danke. Njung. So, jetzt sind ein Haufen kleine weiße, blaue Gegner. Und mit Feuer kann man die verdammt schnell wegmachen. Und du kriegst Feuer. Feuer. Eis ab. Eis. So, jetzt aber. Pitch und Hit. Und das ist richtig mächtig, wie ich schon mal gesagt habe. Das ist nicht nur mächtig, das ist übermächtig! Und ab geht die Rakete! Was interessant ist, während Endlimit aktiv ist, kann man auch keine drei Kommandos ausführen. Aber das ist meistens eh egal. Ah, ich wollte in die Heldenform, nicht in die weißen Form. Egal. Ist ja jetzt auch nicht so schlimm. Eis! So. Schwer ist das hier auf jeden Fall nicht. Upsi. Und jetzt Feuer. 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 Wir brauchen mehr Feuer. Achtung. Ah, ich wollte Vulkanausbruch rausführen. Dann halt nicht. Dann halt nicht. Und wieder leer. Und wieder auf 3. Das ist ja richtig geil hier. So, Heldenform. Damit auch mal wieder sie. Zacka, zacka, zacki. Ups. Jetzt geht's richtig los. Viereck! Ach komm schon. Viereck! Viereck kann man so richtig schön ranchargen. Oder rankommen an den Gegner. Das ist richtig cool. Au. Jetzt rastet er aber langsam aus hier. Ich glaube, der hält nicht mehr viel aus. Ja, der hält nicht mehr viel aus, Moin. Ich versuch's mal mit einer Abschlusskombo direkt. Einfach indem ich zweimal Viereck drücke. Ups! Okay, der ist weg. Gut, dann ist nur noch der hier. Achtung, Eissturm! So, jetzt aber. Zacki, 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 zack! So richtig zackig muss das sein. Zacki. Ich mag das einfach so richtig zackig.
Also die Heldenfarm ist cool, wenn man zwei Schwerter hat und so richtig reinpasst. Moment. Es ist kalt hier. Jetzt aber. Zack. Und weg. Das war's, Leute. Kein Witz. Das war's. Nicht der schwerste Gegner, aber der Feuer am Ende. Das war richtig cool, was er gemacht hat. Man muss alle beide nebenbei mit einem Abschlusskombo besiegen und alle Limits zählen als Abschlusskombos. Alle Limits. Was interessant ist. Das Herz des Herzlosen, es geht und verschwindet. Ihr habt euch zum letzten Mal mit mir angelegt. Das hat ein Nachspiel. Ja, bis denn. Ja! Ja, wer sagt's denn? Hey! Wirklich, der Kampf war einfach. Man hält für einer der besten Abilities im Spiel, aber erkläre ich euch gleich. Nur kein Stress. Jetzt erstmal die Lampe hineinlegen. Und zumachen! Soll mehr oder weniger den Sarg von Jafar darstellen, was interessant ist. Ich würde es noch zu betonieren, jetzt habe ich es. Ich verspreche es, ich werde es nicht bereuen, mir noch eine Chance zu geben zu haben. Ganz bestimmt nicht. Prinzessin Jasmin, bist du sicher, dass du den Vogel um die euch herum haben willst? Ich denke, Jag hat uns gezeigt, dass er ernst meint. Na gut, wahrscheinlich hast du recht. Ich finde es schade nebenbei, dass nicht die Original-Genie-Stimme ist wie in Kingdom Hearts 1. Naja, man kann nicht alles haben. Und was soll ein vorlauter Vogel schon anrichten können? Da könntest du wohl recht haben, Junge. Was soll er schon anrichten? Da kann nichts anrichten. Was steckt mir jetzt bei euch an, Zora? Ja, es war toll hier. Wir müssen König und den Rico finden, ne? Ja, wohl weiterziehen und nach ihnen suchen. Und weitere Welten retten. Und noch viele weitere besuchen. Und noch viele andere Sachen. Ich hoffe, ihr findet sie. Das hoffe ich auch. Wo ist eigentlich Aladdin? Er ist Richtung Stadt gelaufen, Abu hinterher. Aber sollte schon wieder zurück sein. El konnte doch nicht Zoras große Abschiedsfeier verpassen. Ich will holen, bin gleich wieder da. Der Ballacini ist frei, also der erfüllt keine Wünsche mehr. Abu? Oh, da hat was mitgelassen, wieder mal. Fangt ihn! Ja, ich glaube, wir haben ihn. Er muss ihn vorhin heimlich aus der Wunderhöhle gestohlen haben. Manchen Dingen kann man eben nur schwer widerstehen. Ach, was wird weiter schon? Ich würde selber probieren. Also ist ein bisschen sehr hell, das Teil. Ich weiß nicht mal, was das darstellen soll. Okay, es ist ein Kristall, der schön ist, aber sonst. Auf jeden Fall ist dieser wahrscheinlich nicht wertvolle Kristall einfach, weil es Kristall ist. Der Weg zur neuen Welt. Oder neue Welten. Jetzt mal aus dem Kompass. Jetzt ist es ein Kristall. Zora, was geschieht da? Ich glaube, es wird Zeit zu gehen. Kommt ihr wieder? Ganz sicher. Ich verspreche es. Ich werde auf jeden Fall kommen, weil die Welt cool ist. Und wir bekommen das Lampenamulett. Das heißt, wir bekommen eine neue Rufmagie. Beziehungsweise einen neuen Freund, nämlich Genie. Und endlich mal eine Zwischensequenz. Nach langer, langer Zeit wieder mal eine, die sehr interessant ist. Den kennen wir doch.
Vielleicht reicht einfach nur zu warten nicht aus. Meine Rede, Mädchen. Träume sollte man leben, nicht auf ihre Erfüllung warten. Eine wichtige Lebensregel. Kannst du mir folgen? Wer bist du? Axel. Ich bin gewissermaßen ein Bekannter von Sora. Warum gehen wir ihn nicht besuchen? Sora? Das nehmen wir im Pfeifer. Wir haben was gemeinsam, Kairi. Wir beide vermissen jemanden, den wir sehr mögen. Hey, ich habe glatt das Gefühl, als seien wir Freunde. Freunde tun sie etwas, aber nicht. Ich hinterfrage das mal nicht, was Kairi damit gemeint hat. Wo sind wir hier wohl? Wieder eine Organisation, der Kai gesehen hat. Sehr interessant, das Ganze hier. Alles in Ordnung? Wo? Du und dieser Hund kamen aus einem Loch in der Wand gesprungen. Wir haben uns zu Tode erschrocken. Okay. Kai ist in Twilight Town! Nein, ja, doch, stimmt schon. Zumindest sagt das Spiel einem das so, aber Sora und die Gruppe kriegt das nicht lieb, die kriegen nur mit, dass die Welt wieder da ist. Yay, yeah, die Chut ist wieder da! Ja, ich seh's, es ist wieder da! Es ist wieder da, Twilight Town. Aber bevor ich dorthin gehe, gehe ich zum Trödler. Gebe meine Schmiede-Items ab, weil ich glaube, ich kann wieder was schmieden. Und dann geht's auf zur nächsten Welt, chronologisch. Man muss jetzt nicht chronologisch machen, also man könnte jetzt eventuell sogar ein paar Welten überspringen. Und das ist kein Witz. Und ja, der Trödler hat jetzt das Teil gekriegt aus der Wunderhöhle. Und er freut sich, ne? Mein neues Schäfling, ein neues Kleidbrett. Wollt ihr es mal ausprobieren? Ah, ich weiß, das ist ein Minispiel, aber das ist Skateboarden. Mit Punkten und so. So, alles abgegeben. Final Elixier erhalten. Noch was? Freudensplitter erhalten. Oh, das war schon einiges, was ich jetzt gekriegt habe. Zwei Sachen. Das wird noch viel, viel mehr sein. So, schauen wir mal. Formeln ist nix. Hier. Ah, da brauche ich Tropfen und nicht Steine. Das ist mies. Das ist mies. Wo kriege ich noch mal Pyrotropfen her? Lass mich kurz überlegen. Steine kriege ich hier in Agrabah. Bitte Tropfsteinkristall. Tropfen. Na, muss ich da mal meine Liste holen gehen, wo ich das alles mitgeschrieben habe. Das ist eine Riesenliste. Wem halt. Da ist nicht nur ein Spiel drin, sondern viele. Es ist ein richtiger Notizblock, ein riesiger mit A4-Format. Okay, jetzt kein Notizblock mehr. So, Lampenamulett erhalten. Ruf mit Hilfe von zwei Gefährten. Genie herbei und Genie. Ist sehr interessant, der steht nämlich hier, ist er jetzt. Genie kann verschiedene Formen annehmen und hat viele Limit-Moves. Das ist sehr interessant, dieser Genie. Der ist im Kampf da und tut eigentlich nichts, solange bis er ein Limit ausführt. Also der Genie selber, er tut nichts. Das werde ich euch auf jeden Fall noch zeigen. Und die Rufleiste hat jetzt ein neues Level, nämlich 25 Punkte braucht sie, damit sie auf Level 4 kommt. Aber die Fähigkeit mag ich irgendwie von Genie, das ist nix. Und hier Explosion. Löst einen mächtigen Combo-Abschlussangriff aus. Der ist richtig mächtig. Der mehrere Gegner von Füßen holt. Je stärker die Magiekraft, desto höher der Schaden. Und die Explosion ist richtig mächtig. Das ist
dann ein Rundum-Magie, so wie Feuer, nur halt ohne Element. Die Explosion ist verdammt stark und ich sollte mal wieder speichern. Hat mir irgendjemand was ins Ohr geflüstert, ne? Sollte ich mal wieder. So, seit einer Stunde wieder noch gespeichert? Ja, das ist Standard. Das ist Standard. Gut, dann würde ich sagen, Schnitt zum nächsten Part. Also die Welt war jetzt relativ flott. Die war wirklich flott, die Algebra. Und wie gesagt, ich gehe chronologisch vor. Man könnte jetzt knallhart sagen, ich ignoriere das und fliege hier nach Twilight Town. Wo bevorzugtes Level 28 ist. Also das ist sogar chillig, dorthin zu kommen. Das ist kein Witz. Aber wenn man das macht, ist diese Welt hier gesperrt und diese Welt hier auch gesperrt. Bis man wieder hierher kommt. Ohne zu viel zu spoilern. Ja, bis man etwas Bestimmtes ausgelöst hat. Nebenbei, ich müsste noch mehr verlorene Seiten mal suchen gehen. Obwohl, eine bekomme ich bald so. Die ist dort. Lass mal überlegen. Ding. Ja, ich glaube, ich weiß sie wieder. Gut, auf jeden Fall, nächstes Part geht es hier lang zur Scherbenbresche, zur nächsten Welt und schauen, was dort abgeht. Und ich mag diese Welt. Oh, ich mag sie einfach. Die hier ist auch cool. Ich weiß nicht warum, aber ich habe mir ein paar Videos mal reingezogen. Da haben die meisten Leute diese Welt hier irgendwie, ich weiß nicht, die hassen die, warum auch immer. Ich mag die. Die ist cool. Die ist richtig cool, die Welt. Aber zu der kommen wir noch. So, aber jetzt zu der Welt. Auf in die Scherbenbresche. Dunk.